Liebe Genossen und Genossen, weiter geht's mit Workers and Resources. Ja, die Folgen waren anders geplant und urplötzlich lesen wir, die Zufriedenheit ist niedrig, die Kinder sterben. Ja, kein Witz, wirklich, ist so passiert. Und deswegen mussten wir alles umplanen. Eigentlich hatte ich geplant, die Kiesindustrie zu bauen und jetzt ganz gemütlich mit euch die ersten Züge hier zu bauen, mit euch ganz gemütlich die ersten Busse zu planen, die Kiesindustrie zu machen, die Autobahn auszubauen. So war eigentlich der Plan. Ja, für ein Popo. Muss man mal ganz klar so sagen, wie es ist. Ja, also, wir werden heute Folgendes machen. Wir werden die Stadt erweitern. Wir haben nämlich ein paar Probleme mit Häusern. Ja, wir haben zu wenige. Und wir haben zu viele Leute und eigentlich auch, also was heißt eigentlich zu wenig? Wir haben auch zu wenig Arbeitsplätze. Wir brauchen mehr Kitas und. Wir haben damals tatsächlich der Größe halber die kleine Kita gebaut und das ist noch okay. Noch, ja, muss man sagen. Wir bauen jetzt erstmal die ganzen Monumente und planen jetzt hier in der Nacht die nächsten Gebäude rein. Als Gebäude haben wir momentan nicht mehr als die hier. Und hier hinten habe ich nämlich gesehen, gibt es auch noch mehr als genug Möglichkeiten, die vernünftig zu platzieren. Das würde ich jetzt sogar machen. Ja. Wir müssen halt, wenn wir die hier gebaut haben, beziehungsweise wir werden hier mal drei reinplanen. Bürger bekommen? Nee. Wollen wir nicht. Können wir aber auch gleich wieder rausmachen. Müssen wir jetzt einmal den Fußweg uns angucken. Ja, sind 300 Meter. Ist okay. Passt. Also, das ist soweit okay. Dann machen wir das wieder aus und dann werden wir die Fußwege planen. Wie gesagt, ist alles aus. Das wird jetzt auch noch nicht gebaut. So kriegen wir unsere Stadt auf jeden Fall ein bisschen in den Griff. Dann einmal da Fußwege lang. Daran. 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 Ja, der sieht natürlich maßgeblich doof aus. Mittig bitte. Mal dahin. Okay. So. Das werden wir, wie gesagt, alles noch nicht bauen. Damit erweitert sich aber die Stadt. Und das brauchen wir. Ja, das brauchen wir definitiv. So, Nerdopol entsteht und wird gebaut. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld scheffeln. Das heißt, wir können das jetzt erstmal weiterlaufen lassen. Ich hätte gerne schon so, ja, 100.000, bevor wir das nächste Bauprojekt starten, hätte ich schon gerne. Solange können wir jetzt tatsächlich erstmal warten. Und die Frage ist halt, ob wir das hier weitermachen. Ne? Wir haben die Bretter auf Lager. Was wir machen können, ist, den Import hier auf 10% runtersetzen. Und jetzt tatsächlich ihn hier weiterbauen. Ja, das kostet uns 3.000. Den Rest haben wir auf Lager. Mehr oder weniger. Ja, eigentlich nicht. Die Frage ist halt, was uns das bringt. Ich glaube, im Moment bringt es uns tatsächlich nichts. Oh, unser Brunnen hat gebrannt. Ja, sehr gut, dass das gelöscht wurde. Aber das Ding ist jetzt nicht im Bau, ne? Ne, genau. Also, wir müssen halt ein Gebäude meines Erachtens nach schon fertig bauen. Das heißt, wir können, insofern diese ganzen Sachen dann hier fertig sind, diese Kieswege hier bauen. Und wenn ich ehrlich bin,
Mir gefallen die Zwischenwege hier nicht. Wir nehmen die raus. Die gefallen mir nicht. Die will ich hier raus haben. Und was mir noch missfällt, dass wir hier keinen Sport haben. Ja, das missfällt mir auch. Deswegen würde ich auch die Straße hier gleich entsprechend updaten. Und wir machen den nochmal ein... Moment. Wir werden das hier abreißen. Wir werden ihn von hier noch ein bisschen länger machen. So. Dann werden wir hier ein ganz normales, keine Ahnung, Fußball oder irgendwie sowas. Nichts Großartiges reinbauen. Ja, genau. Nichts Großartiges. Irgendwie so ein kleines Fußballteil oder was auch immer. Ah, hier ist genau. So ein kleiner Fußballplatz. Das ist super. Ja, perfekt. Genau. Einmal dahin. Dann werden wir dort einen Weg bauen. Einmal darum. Moment. Das können wir von hier mitnehmen. Da lang. Daran. Daran. Und jeweils den letzten nach oben und den nach da. Zack. Besser. Das ist definitiv besser. Monumente haben wir auch gelernt, brauchen wir definitiv auch. Da werden wir wieder das normale Sichelmonument nehmen und... Jetzt hoffe ich mal, dass wir das dann noch reinkriegen. Wir kriegen es da rein. Und das will ich hier in die Ecke auch nochmal bauen. Aber wie gesagt, das wird noch nicht in Auftrag gegeben. So. Einmal dahin bitte. Gut, dann haben wir das auch. Und dann haben wir hier die Erweiterung der Stadt schon mal geplant, damit wir da auch vernünftig hinkommen. Und die endgültige Erweiterung wird übrigens tatsächlich hier hinten stattfinden. Da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht. Wir werden eine weitere Stadt bauen. Und auch der Name steht schon fest. Konstruktogorsk, das hattet ihr schon in die Kommentare geschrieben. Fand ich super. Und da werden wir den notwendigen Abstand einplanen, dass wir das hier machen. Und dann müssen wir mal überlegen, wie unsere finanzielle Situation aussieht. Wahrscheinlich wird die finanzielle Situation genau eine Sache zulassen. Busse. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht sogar schon ein bisschen besser aufgestellt sind, könnten wir überlegen, sogar in Richtung Züge oder so zu gehen. Aber ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Im Moment ist es definitiv nicht soweit. Und gut, das ist das Thema. Also Zug fertig, Zug anfahren, Zug planen. Lieber Vergangenheitsnerd, haben wir gestrichen. Erweiterung der Stadt machen. Bauindustrieversorgung haben wir auch geplant, zumindest hier vorne. Und insofern diese Sachen hier fertig sind, was haben wir da? Ein neues Fahrzeug, den wir Rubel kaufen können. Sehr schön. Ein Gebäude brennt. Regierungsloyalität könnte eventuell niedrig sein. Aber, oh, sehr gut. Oh, das ist gut. Wir sind bei fast 70%. 91% dabei. Okay, das ist schon mal eine gute Sache. Ja, wir bauen hier massiv diese Dinger auf. Guck mal, wo die über eine Reichweite sind. Das ist super. Er ist auch bald fertig. Er ist fertig. Ah, top. Der hat sogar dies Ding in Reichweite. Sehr schön.
Sind die hier auch fertig hier vorne? Ja. Oh, wunderbar. Toll. Und er, ihn haben wir jetzt auch. Ja, sehr schön. Und was macht er? Er macht die Gebäude hier und boostet sogar die ein bisschen. Herrlich. Also, das sieht schon mal gut aus. Das sollte also auch das Thema ein bisschen boosten. Das gucken wir mal. Ja, wir sind immer noch niedrig bei der Regierungsloyalität, aber es ist halbwegs okay. So, haben wir denn jetzt noch irgendwelche offenen Bauaufträge? Ich meine nicht, ne? Dann machen wir jetzt bitte. Winter ist noch nicht. 2 Grad. Oh, eine wichtige Kontrolle. Ja. Gebäude hat kein Trinkwasser. Ihr hattet auch gefragt, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Wie sieht denn das jetzt aus bei dem Trinkwasser hier? Was brauche ich da? Was hatte ich da? Also ihr könnt euch das so vorstellen. Ein Arbeiter ohne Pisspot hat 50% seiner Zeit, die er arbeiten kann, weil er nach draußen rennen muss zum Pinkeln. Ist kein Witz. Am Ende des Tages ist dieses Trinkwasser und das Abwasser dazu da, dass die Toiletten betrieben werden. Warum ein Heizwerk auch immer keinen Brauchwasseranschluss braucht, das werden uns die Entwickler wahrscheinlich immer schuldig bleiben, diese Antwort. Aber Fakt ist, es hat keinen Brauchwasseranschluss, lediglich einen Anschluss. Die Heizung, das ist hier, keine Ahnung, das ist Fusionsenergie bei EPS, Plasmaverteiler, was weiß ich. Ist auch egal. Fakt ist, ihr braucht ein ganz normales Trinkwasser. Das sind halt Toilettenspülung, Händewaschen und all sowas, ne? Für sowas ist das Trinkwasser da und das muss dann halt natürlich auch wieder weg. Und ich stelle mir das auch Roleplay-mäßig so vor, wenn es dort kein Trinkwasser gibt, dann müssen die nach draußen rennen, irgendwo an Busch pinkeln, wenn sie mal pinkeln müssen, und wenn sie wieder reinkommen, dann dauert das eine ganze Zeit und das ist von 8 Stunden Arbeit 4 Stunden, die sie fürs Rennen verantwortlich gemacht werden. Und da die Arbeiter nur noch 50% Produktivität bringen, kann es auch nur maximal 50% Produktionssatz geben, wenn wir die vollen Arbeiter hier haben. Insofern euch das beim Heizwerk ausreicht für die Stadt, ist das überhaupt kein Problem. Solange brauchen wir dort nichts investieren. Das ist ähnlich wie das Thema Polizeirevier. Das war auch auf Knips genäht. Das heißt, das war natürlich auch eng gebaut, sodass wir dort ja mit den Leuten, also mit der wachsenden Stadt zusammen das aufbauen, in der Hoffnung, dass wir Geld haben. So war es von vornherein geplant. Okay, gut. Das ist das Thema gewesen. Also, das nur nochmal dazu. Das brauchen wir definitiv nicht. Dann gucken wir hier unten nochmal rein. VEB Kleidungskombinat. VEB Kleidung 1. Sieht soweit eigentlich gut aus. Wir könnten theoretisch sogar den Stoff verkaufen. Wir haben 315 Tonnen. Da sind wir bei 300, bei 500 Tonnen. Das sieht ziemlich cool aus. Vor allen Dingen, weil wir hier 300 Tonnen schon drin haben. Das ist eine super Sache. Das heißt, wir haben hier 1200 Tonnen. 1300 sogar knapp für Pflanzen. Und da sind ja auch nochmal 70. Also knapp 1300, 1350 Tonnen für Pflanzen übrig. Super, super, super Sache. Muss man wirklich sagen. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir noch die restlichen Sachen abernten. Und dass wir da möglichst viel schaffen. Damit wir hier ohne Sachen produzieren. Wir haben nämlich im letzten Monat 46.000 exportiert. Aber mir macht diese große Importfinanzen noch Sorge. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Das werden wir in der Ruhe in der nächsten Folge machen. Dann machen wir eine Statistikfolge und dann gucken wir uns die ganzen Sachen mal in Ruhe an. Aber was ich jetzt machen will, ist tatsächlich mir noch einmal die Forschung angucken. Und wir haben ja noch ein paar andere Sachen zum Bauen. Und 87%. Schade. Das hätte ich heute gerne noch mit durchgekriegt. So, jetzt gucken wir uns mal eine wichtige Sache nochmal an, um eben für die Statistiken was zu machen. Das ist er hier. Tja, das Rathaus ist allerdings sehr teuer. Und da müssen wir jetzt uns überlegen, ob wir lieber das bauen oder das hier. Jetzt fragt man sich, ja, aber das Rathaus brauchen wir doch für Statistiken. Ja und nein. Dadurch, dass wir hier keinerlei Bevölkerung haben in unserer Stadt oder in unserem Lande,
haben wir nur die Bevölkerung, die hier in dieser Stadt ist. Ansonsten hättet ihr eben das Problem, dass ihr das Rathaus braucht, um den lokalen Bevölkerungsteil zu sehen. Das heißt, das, was in eurer Stadt anstelle eures Landes abgeht. Diesen Effekt, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, das haben wir hier nicht. Natürlich auch bewusst gewählt, dadurch, dass wir hier eben keine anderen Städte haben. Das heißt, das Land bevölkert sich ausschließlich mit den Leuten hier, die wir hier reinsetzen. Deswegen haben wir hier nur 17%, warum auch immer er das weiß und die das nicht wissen, woher auch immer diese ominösen 17% kommen, ich weiß es nicht. Theoretisch dürften die da nicht stehen. Das ist, also ganz ehrlich, das halte ich jetzt mal, das halte ich für einen Bug. Denn das dürfte da eigentlich nicht stehen, denn wir wissen es ja gar nicht, ja. Also wir wissen, da haben wir ein Problem, aber wir wissen jetzt leider auch, wo es liegt, bei 17%. Das ist natürlich doof, aber es ist so, wie es ist. Das liegt natürlich auch daran, dass wir Leute aus dem Westen reingeholt haben, aber es ist jetzt im Moment einfach so. So, Lebenserwartung sieht gut aus, deutschschnittliche die Sachen sehen auch gut aus, Bildung sieht auch erstmal gut aus, Maus, Safe Game, passt. So, und da seht ihr übrigens, die Leute mit Universitätsabschluss werden weniger. Das ist natürlich ein echtes Problem bei uns, weil die haben keinen Bock mehr auf uns, ne? Das wird echt konstant weniger. Wir waren mal bei fast 120. Oh, da haben wir wieder ein paar gekauft. Die hauen konstant ab. Das ist extrem unschön. Das steigt, aber die gehen. Und hier ohne Abschluss, da haben wir immer noch 200. What? Warum denn so viele? Ah, weil die nicht zur Schule gehen konnte, weil sie sich wahrscheinlich um Kinder oder so kümmern musste. Ja, also wir müssen echt was an diesem Thema Bildung machen. Denn die Leute hauen natürlich ab, weil sie keinen Bock mehr auf uns haben. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Die denken sich auch, nö, woanders ist schöner. Dann gehe ich lieber. So sieht es leider aus. So, also das ist das Thema. Deswegen würde ich gerne überlegen, ob wir ihn hier bauen. Denn das bringt uns natürlich nichts. Ihr seht diese lange Liste an Aufgaben, die wir hier abzuarbeiten haben. Das bringt uns natürlich nichts, wenn da nichts passiert und das Ding nicht im Bau ist. Und das ist eigentlich, ja, machbar, um es mal so zu sagen. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwo offene Stellen haben. Da hätten wir noch ein paar Leute. Ja, okay. Es ist, wie es ist. So, das heißt, wir müssen das bauen und auch das hier. Das wird auch nochmal ganz schön teuer. Aber wir fangen erstmal mit dem hier an. Und dann bauen wir erstmal, das. Das ist jetzt erstmal am wichtigsten. Okay, gut. Damit wir die Gerichte auch dann mal auslasten und dann ein paar Leute reinkriegen. Da müssen wir bei Zeit natürlich auch die hier bauen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Bevölkerungsstatistiken gucken, dann sehen wir übrigens auch, dass wir mit Sicherheit die waren es hier. Ja, das sind die Leute, die 21 sind, die hier arbeiten könnten, aber die im Endeffekt nichts machen. Ihr seht, das sind 11 Leute, 20, 30, 40, 50 Leute. Und die leben momentan hier und da passiert aber nichts. Die machen nichts, die arbeiten nichts. Die sind einfach nur da und erzeugen Unzufriedenheit und Kriminalität und sorgen dafür, dass die gebildeten Leute gehen und so weiter und so fort. Ja, also das ist ein tierisches Problem in unserer Stadt, gerade weil die gebildeten Leute uns unheimlich viel Geld kosten werden. Aber es ist momentan so, wie es ist. So, dann werfen wir nochmal einen Blick hier rein. Er ist voll. Jawohl. Kriegen wir ihn auch noch voll? Oh, das wäre so toll, wenn wir den noch voll kriegen. Oh, ich hoffe, wir haben noch, bis Anfang Dezember Zeit damit. Das wäre super. Das wäre ganz toll. Okay. So, was haben wir hier? 9 Fahrzeugtypen. Mi 10 braucht man nicht. Wir haben keine Züge. Und Regierungsneutralität in Nerdopol zu gering. Aber ich habe das Gefühl,
diese ganzen Monumente haben zumindest schon mal ein bisschen was gebracht bei uns. Tja, jetzt werfen wir nochmal einen Blick in den Westen. Die Geldmaßnahmen, die wir hier getroffen haben, unter anderem Westarbeiter einzubringen, das hat natürlich alles, ja, zu den Problemen geführt, die wir jetzt haben. Aber wir werden das mit der Zeit alles lösen. Ihr seht, die Sachen werden hier langsam weniger. Wir bleiben da definitiv dran. So, hier sieht's gut aus. Ja, May. Dies sind eh nicht unsere Leute. Müllcontainer überfüllt, Gesundheitsrisiko. Es ist mir ganz ehrlich, es ist mir egal. Das abzutransportieren kostet Geld. Geld haben wir nicht. Es ist mir wurscht. Okay, gut. Ich denke, in Anbetracht der Zeit können wir uns jetzt doch nochmal um den Import und den Export kümmern. Weil das lässt mir einfach keine Ruhe. Im letzten Monat. Nee, diesem Jahr. Was haben wir denn hier alles importiert? 90.000 Chemie. Wow. Für den Stahl weglassen, ist das alles legitim. Boah. Okay, 30.000 Elektronik. Das ist krass, ne? Wir müssen tatsächlich mal gucken. Also ich werde echt mal überlegen, ob ich noch mal mit ihm hier gucke, ob wir irgendwo noch ein bisschen Öl finden. Das wäre in der Tat noch eine Option. Das werde ich mir aber bis zur nächsten Folge noch mal zu Gemüte führen. Hier sieht es gut aus. Unser Problem sind wirklich die hier, ja. Da waren wir jetzt bei 94 und das geht jetzt echt konstant runter. Das ist ärgerlich. 56, guckt euch das an. Die hauen hier konstant ab, weil die hier unglücklich sind. Das ist übrigens ein bisschen schade, dass wir hier keine Statistiken von diesen Leuten direkt sehen können, ne? Auch was Zufriedenheit angeht. Babys gingen ein bisschen runter. Erwachsene, die noch daneben, 40. Ja, das heißt, wir müssen jetzt ein neues Haus bauen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass unsere Forschung immer und immer länger dauert. Wir werden das Gebäude übrigens schließen oder nicht mehr forschen jetzt, damit wir ein paar Leute ausbilden. Das ist wichtiger. Ärzte haben wir auch nur 5 Stück. Tja, können wir uns das leisten? Können wir nicht. Wir müssen nämlich tatsächlich gucken, dass wir das hier weiterbauen. Beton, Stahl brauchen wir noch. Wir sind zumindest im Plus. Obwohl wir das Gebäude bauen, das sieht doch gut aus. Also mit der Möglichkeit, dass wir hier immer stückchenweise bauen, kommen wir gut weiter. Aber das wird natürlich nicht weniger werden, ne? Jetzt sind wir bei 10.000 im Plus. Das werden wir mal beobachten. Ansonsten müssen wir hier wirklich nochmal 10 Einwanderer holen. Im Moment. Was? Moment. Keine Kleidung bekommen. Nein! Ah, shit. Oh, das ist ärgerlich. Wir haben 2 Felder nicht geschafft. Na, verdammt. So, wie sieht's hier aus? Ah. 600 Tonnen. Mit den 400 hier. Falsches Lager. Sind wir aber immerhin bei 1000 Tonnen. Das ist schon mal 200 Tonnen mehr als beim letzten Mal. Und die Felder werden zumindest noch bearbeitet. Ein Getreidekombinat. Na gut. Hoffen wir mal, dass das hier gut geht. Und dann müssen wir bei Zeiten, wenn das Lager hinten leer ist, dann werden wir natürlich wieder umschwenken und von hier kaufen. Ja. Und dann auch das Ganze, das machen wir jetzt mit Min-Maxing. Da werden wir jetzt kein extra Lager für kaufen. Okay. Und es ist immer noch nicht durch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will heute noch mit euch das Ding bauen. Komm schon. Komm schon.
Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir Studenten ausbilden. 99. 1% Leute, 1%, dann kann ich endlich meine geliebten Lager bauen. Können wir da schon mal welche planen? Ich habe da auch schon was im Kopf. Da sind wir bei 50%. Es ist alles auf der Baustelle und wir haben sogar noch Geld auf Lager. Sehr cool. Das ist gut. Das heißt, wir sind immer noch bei 50.000, das obwohl wir hier gekauft haben. Das ist eine super Sache. Ja, ich weiß. Aber ich meine wirklich, dass diese Meldungen geringer sind oder weniger werden. Aber wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. Okay. So, ist es jetzt fertig? 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Endlich! Endlich, endlich sind sie da. Meine geliebten Verteilungsbüros. Also, eins kommt natürlich hier unten hin. Da will ich eigentlich auch gleich ein großes haben. Was kostet das? 31 Tonnen Stahl? Heidewitzka. Was kostet ein weiterer Bauernhof? Ganz ehrlich, kannst du fast besser einen neuen Bauernhof bauen. 39 Tonnen Stahl. Gehen auch 8 Gebäude. Gehen auch 12 Fahrzeuge sogar rein. Anstatt 5. Moment, in das gehen auch 12 rein, ne? Tonnen Stahl. Das sind alleine 12.000 Rubel. Das ist aber definitiv zu wenig. Ja, es bringt nichts. Wir brauchen das Große hier. Der Bau ist aus. Ich würde das auch gerne. Da hat es keinen Strom, ne? Das ist ärgerlich. Dann machen wir das dahin. So. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist ein kleines. Hierhin. Das geht nicht. Wir wollen ja noch die Brücke da anschließen. Hierhin. Wir können das natürlich auch hier hinbauen. Das geht auch. Ja. Der Weg kommt ja langfristig so und so weg. Hier werden wir eins hinsetzen. So. Ich bin überlegen, dass wir das wirklich zuerst bauen und dann damit in Zukunft die Route für die entsprechenden Pflanzen ausstatten. Aber das machen wir dann noch. Jetzt können wir überlegen, ist er fertig? Er ist ja fertig. Das heißt, das reduzieren wir bitte auf hier. Dann gibt es hier die entsprechenden Richter. Ja, wir haben noch kein wir haben noch kein Gefängnis. Das müssten wir auch bauen. Aber wir haben gesagt, wir bauen im Winter nichts. Im Winter brauchen wir unsere Leute gerade mal für die Standardsachen. Und das bleibt auch dabei mit einem kleinen Komma. Aber wir werden zumindest anfangen. Hier hinten die Fußwege und diesen Kieskram zu bauen. Zack. Einmal das bitte. Einmal den Teil bitte. Den Teil bitte.
Und den Teil bitte. Ich sollte den Baustart auch anklicken, wenn ich es... Einmal da. Da. Jetzt hat zumindest mal diese ganzen Kieswege schon fertig kriegen. So. Gut. Das ist aber immer noch kein Baubüro zugewiesen, weil das darüber kommt. Dann werden wir zumindest schon mal den Kies hier verbrauchen. Und den stellen wir hier bitte auch auf 10% runter. Dann braucht ihr dort nicht sofort los. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir haben eigentlich genug Geld. Ja, wir können immer noch 2 Millionen aufnehmen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber mein Problem ist, wenn wir jetzt 2 Millionen aufnehmen und alles fertig bauen, was machen wir denn, wenn es nicht läuft? In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.